presque, je dirais, en beauté, notre cycle sur les films de la Première Guerre mondiale. Également, M. Gerhard Weicher, chancelier de l'ambassade d'Allemagne, qui est ici avec sa femme ce soir. Bonsoir. Bonsoir, chers cinéphiles, bonsoir, chers amis. Donc, heureux de vous retrouver aussi nombreux pour cette soirée spéciale avec conférences et grands films classiques du cinéma. Je tiens également à remercier surtout l'ambassade d'Allemagne pour leur soutien financier, justement pour cette soirée conférence, pour nous permettre donc de vous présenter un programme, une soirée aussi bien élaborée. Je remercie également, je profite de l'occasion, bien que voilà, le cycle se termine, déjà je remercie beaucoup l'Institut Pierre Vernant, qui est représenté ici ce soir également par l'ambassadeur de France, qui est également vice-président de l'Institut, vice-président, et ensuite le directeur Olivier Franck, ami de longue date, donc avec qui on a donc élaboré le cycle dont le film fait partie, le film que vous verrez ce soir fait partie. Voilà, je pense que j'ai un peu remercié tout le monde, j'espère. Sinon, j'attire également votre attention sur le fait que l'Institut vous propose une traduction simultanée de l'allemand vers le français, puisque la conférence de ce soir va se tenir en allemand. C'est bien de me rappeler, j'aimerais également remercier Diane Kluger, qui n'est pas vice-présidente, mais directrice adjointe du centre de l'Institut Pierre Vernant. Donc, merci, bien. Voilà, c'est bien comme ça. Il me reste surtout à présenter, il y a M. Kanskern heute den Gast des Abends vorstellen, Dr. Susanne Brandt, kommt aus Düsseldorf, ist eine eminente Spezialistin der Geschichte über den Ersten Weltkrieg, forschen über den Ersten Weltkrieg und auch noch Filmhistorikerin an der Universität Düsseldorf tätig. Ja, heute Abend den Film, den wir zeigen, würde ich schon fast sagen, ist einer der bedeutendsten Filme zum Ersten Weltkrieg. Nicht einfach dadurch, dass er vermutlich einer der wenigen ist, die wirklich einen antimilitaristischen, Antikriegsthematik in sich haben. Georg Wilhelm Pabst ist einer der berühmtesten Regisseure des deutschen Films, auch einer der berühmten Regisseure des Kinos insgesamt. Er hat Stummfilme gedreht seit den 10er Jahren und war dann übrigens auch noch tätig bis spät in die 50er, Anfang der 60er Jahre. Und was auch noch interessant zu sagen ist, dass er auch spät in seinem Spätwerk nochmals Filme über die deutsche Geschichte und besonders über die Zeit des Dritten Reiches gedreht hat, einen über das Ende Hitlers, der da heißt, ein bisschen ähnlich wie der Film Der Untergang, der jetzt vor ungefähr 10 Jahren das Ende Hitlers gezeigt hat. Und dann hat er auch noch einen Film gedreht über das Attentat Stauffenbergs auf Hitler. Also hat eine große Spannbreite zur deutschen Geschichte gelegt. So, bleibt mir jetzt noch Susanne Brandt einzuführen. Ich habe ja schon gesagt, Düsseldorf, Filmhistorie und alles. Ich werde uns jetzt Präziseres über den Film und über den Regisseur. Also einmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind und sich für einen deutschen Film interessieren, der eigentlich immer im Schatten von Im Westen nichts Neues gestanden hat. Obwohl er einige Monate vor dem amerikanischen Klassiker in die deutschen Kinos gekommen ist und fast zeitgleich tatsächlich Premiere gehabt hat. Also Im Westen nichts Neues ist auch im April 1930 in Los Angeles in die Kinos gekommen. Westfront 1918 im Mai 1930 in die deutschen Kinos. Im Westen nichts Neues kam dann aber erst im Dezember desselben Jahres in einer deutschen Übersetzung ins Kino. Warum dieser Film ein Schattendasein fristet, werde ich zu erklären versuchen. Gleichzeitig versuche ich aber auch, diesen Film ein bisschen aus diesem Schattendasein herauszuholen, denn ich bin auch der Meinung, dass es sich um einen sehr bemerkenswerten Film handelt. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich nicht auf Französisch spreche. Mein Französisch ist relativ holprig,
und sehr langsam. Das heißt, da Sie vor Mitternacht den Film gucken wollen, bedanke ich mich also für die Möglichkeit der Übersetzung. Ich werde Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zum Regisseur Pabst geben, möchte Sie auf einige stilistische Besonderheiten hinweisen und auf die zeitgenössische Kritik eingehen, aber auch zeigen, was die aktuelle Forschung an dem Film interessiert. Pabst, Sie haben es schon gehört, hat bis weit in die 50er Jahre Filme gedreht. Er ist 1885 in Wien geboren und dort 1967 gestorben, hat aber die letzten 10 Jahre aufgrund einer Erkrankung nicht mehr also keine Filme mehr produzieren können. 1910 wandert er in die Vereinigten Staaten aus. In einer Biografie wird er als Internationalist bezeichnet und ich denke, das ist eine gute Charakterisierung. Im Gegensatz zu einigen Kollegen, die in der Zwischenkriegszeit auch Klassiker über den Ersten Weltkrieg drehten, wie Jean Renoir, Howard Hawks, war Pabst kein Soldat. Für die Offizierskarriere, die er angestrebt hat, war er zu kurzsichtig und bei Kriegsbeginn befand er sich auf einem holländischen Schiff, um nach Europa zurückzukehren. Das Schiff wurde von einem französischen Kreuzer aufgebracht und Pabst verbrachte die Kriegsjahre in einem Internierungs- und Kriegsgefangenenlager. Für seine Karriere war das sehr wichtig, weil er im Internierungslager eine Schauspieltruppe zusammengestellt hat und über 50 Stücke inszeniert hat, von der Komödie bis hin zu ernsthaften Stücken. Sein Werk, Sie haben das eben schon angedeutet, ist sehr vielfältig. Es gibt sehr viele Themen, mit denen er sich beschäftigt hat. Unmittelbar vor Westfront 1918 dreht er 1925 Die freudlose Gasse, ein sozialkritischer Film, der Wien in der Inflationszeit darstellt. 1929 Das Tagebuch einer Verlorenen. Er gilt als sozial engagierter Regisseur, wird ab und zu der Rote Pabst genannt. Unmittelbar, oder auch 1929, hat er neben Arnold Funk in dem ganz bekannten Film Die weiße Hölle von Fitz Palü die Co-Regie geführt. Der Film ist sein erster Tonfilm. Es ist der erste Tonfilm in Deutschland, der sich explizit mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Und ich habe ein sehr schönes Zitat von Pabst. Er sagt: Ich gehe mit fliegenden Fahnen hinüber zum Tonfilm. Glauben Sie mir, der stumme Film hat sich totgelaufen. Alles, was wir tun konnten, war immer und immer wieder eine optische Verfeinerung herauszutüfteln. Wir sind dabei zu einer Überschätzung der optischen Form gekommen, weil kein neuer Inhalt mehr herauszuholen war. Das Publikum hat schließlich die Feinheiten gar nicht gemerkt, diese Subtilitäten von Meter zu Meter, sich höchstens gelangweilt. In ein paar Jahren wird uns der stumme Film unsagbar primitiv vorkommen, wir werden über ihn lachen, wie wir heute über den Kindtop von vor 20 Jahren lachen. Zitat Ende. Das ist natürlich nur begrenzt richtig. Sie werden aber sehen, dass man dem Film die Nähe zum Stummfilm noch sehr deutlich anmerkt, dass er darüber hinaus in Bezug auf den Ton, nicht unbedingt auf die Dialoge, in Bezug auf den Ton sehr, sehr fortschrittlich ist und Dinge macht, die, glaube ich, bis heute noch zum fortgeschrittenen Repertoire des Umgangs mit Ton gehören. Ich habe bereits erwähnt, die Premiere war im Mai 1930. Er gilt auch als erster deutscher Film mit einer klaren pazifistischen Tendenz. Er ist von der Kritik einigermaßen wohlwollend aufgenommen worden. Kein Vergleich zu den hitzigen Debatten, die sich 1929 um den Roman Im Westen nichts Neues entzündet haben und eben später auch um den Film in Deutschland. Auch darauf gehe ich später noch etwas ausführlicher ein. Eigentlich muss man den Film als Paar mit dem ebenfalls von Pabst produzierten Film oder gedrehten Film Kameradschaft zeigen. Er ist im November 1931 aufgeführt worden und darum, in dem Film geht es um ein Ruhmunglück,
eigentlich aus dem Jahr 1906, das aber in die in das Jahr 1931 verlegt wird. Im deutsch-französischen Grenzgebiet kommt es zu einem Bergwerksunglück. Französische Kumpel sind verschüttet und sie werden von deutschen Kumpeln gerettet. Und zwar dadurch, dass ein Verbindungstunnel, der zwischen der deutschen und französischen Seite besteht und der vergittert war, dass sie diese Gitter niederreißen, um die französischen Kumpel zu retten. In vielem ist, wenn Sie den Film sehen, ganz deutlich, dass es tatsächlich auch ein Film, in gewisser Weise auch ein Film über den Krieg ist, mit einem relativ auch pessimistischen Ende, denn am Ende des Filmes wird von Bürokraten in Deutschland und Frankreich die Grenze eben wieder dicht gemacht. Ich denke, dass der gewisse Pessimismus auch in dem Film Westfront 1918 eine Rolle spielt. Kurz noch zum Umfeld. In Deutschland war Ende der 20er Jahre ein wahrer Erinnerungsboom festzustellen, also eine große, intensive Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, vor allem in der Literatur, aber auch im Film. Dabei kam es zu einem, es war ein ganz unterschiedliches und breites Spektrum von Produktionen. Es hat aber schon vorher auch über Denkmäler eine sehr intensive Erinnerung an den Ersten Weltkrieg gegeben, die bloß über andere Medien gelaufen ist. Also es hat kein Vergessen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren in Deutschland gegeben. Auch der Film Westfront 1918 hat eine Romanvorlage, Ernst Johansens Vier von der Infanterie, ihre letzten Tage an der Westfront 1918. Der Film ist auch 1928, der Roman ist 1928 erschienen. Die Historiker, die sich mit dem Film beschäftigt haben, sagen, die Romanvorlage sei ungleich härter noch als der Film und sprechen von einem grimmigen Hass auf den antihumanen Krieg, der in dem Roman von Johansen zum Ausdruck kommt. Der Film selbst ist in 9 Sequenzen unterteilt. 46% handeln von Frontsituationen, 33% spielen hinter den Linien und 19% in der Heimat, im Heimaturlaub des Protagonisten. In der fünften Sequenz steht der Heimaturlaub im Mittelpunkt, er ist das Zentrum. Und darum ergeben sich zwei Handlungsbögen, einmal die Abenteuer des Studenten und nach einer Kabarettszene wechselt die Handlung und geht über auf Karl, der in den Heimaturlaub geht und der Student zurück an die Front. Es ist keine durchgehende Geschichte, das erschwert möglicherweise das Einfühlen in die Einzelschicksale, das erschwert möglicherweise eine Identifikation, ein tätiges Mitleiden, wie es in einer Rezension heißt. Der brüchigen Erzählweise entspricht die überwiegend distanzierte und sachbezogene Kamera. Die Protagonisten, ich habe es schon erwähnt, Karl, dann der Bayer, der Student, der Leutnant. Es sind Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und des Militärs, aber auch Vertreter verschiedener geografischer Räume Deutschlands. Und Karl ist der Einzige, der einen Namen hat. In dem Roman ist es anders. Der Zuschauer erfährt nichts über ihre Vorgeschichte, nichts über ihre Motivation zum Kampf, nichts über ihre gesellschaftliche Stellung. Bei Karl gibt es eine Andeutung von Privatsphäre. Die Protagonisten stehen exemplarisch für das Heer der namenlosen Frontsoldaten, die ihre Pflicht tun. Und das macht es laut eines Historikers unmöglich, die Kriegserlebnisse in die Nachkriegszeit zu transzendieren. Dazu später noch etwas mehr. Keiner unserer Protagonisten überlebt. Der Leutnant wird, weil es ihm nicht gelingt, seine Männer zu schützen, wahnsinnig. Das ist eine aus meiner Meinung nach sehr spektakuläre Szene, auch für die damalige Zeit. Nicht nur sich mit dem Thema des Verrücktwerdens auseinanderzusetzen, sondern auch
den militärischen Führer dieser Gruppe verrückt werden zu lassen. Keiner unserer Protagonisten entwickelt sonst in dem Genre eigentlich typische Eigenschaften von Draufgängertum oder überdurchschnittlichem Mut. Es fehlen auch die dem Genre beliebten Handlungsfiguren, also zum Beispiel ein Schleifer oder ein phrasendreschender Vorgesetzter, der dann in einer Bewährungssituation versagt. Die Hauptfiguren werden bis auf den Studenten von Schauspielern dargestellt, die den Krieg erlebt haben und die in Interviews auch betonen, dass sie sich als Stellvertreter von Zehntausenden sehen, die den Krieg erlebt haben. Es werden unbekannte Schauspieler verpflichtet. Auch das finden Sie oft, zum Beispiel auch in dem Film Im Westen nichts Neues, weil es die Intention ist, mit unbekannten Gesichtern, die nicht schon die Geschichte früherer Rollen mitbringen, den Krieg zu erzählen. Und unsere Protagonisten sind weder Helden noch Anti-Helden, sie sind keine Die-Hards und sie sind aber auch keine Weicheier und Feiglinge. Die Ausstattung ist realistisch und sie muss realistisch sein. Es wird nicht an Originalschauplätzen gedreht, aber Papst, wie viele seiner Kollegen, hat sehr viel Wert auf eine detailgenaue und korrekte Ausstattung gelegt. Das geht so weit, dass vielleicht als kleiner sozusagen Seitenweg, dass Jean Gabin in Renoirs Uniformen gespielt hat, also in einem anderen Film. Über die Kamera sage ich ganz kurz etwas. In dem achten Teil kommt es zu einer ganz dramatischen und auch für uns heute noch, obwohl wir wahrscheinlich sehr viel gewohnt sind, was Action und Kampfszenen angeht, zu einer sehr harten Kampfszene. Die Kamera ist zunächst unbeteiligt, registrierend, aus einer leichten Aufsicht und dann wandert sie aber zwischen den Linien und nimmt formal die Beobachterperspektiven ein, einmal der französischen Soldaten, einmal der deutschen. Sie bleibt also nicht unbeteiligt, wechselt aber die Blickrichtung und die Perspektiven. Durch das Inferno der Granateinschläge, deren Ursprung nur vage auszumachen ist, erhöht die Kamera das Gefühl des Ausgeliefertseins und Sie werden an einer Stelle sehen, wenn Panzer ins Bild kommen, dass man als Zuschauer fast das Gefühl hat, diese Panzer führen über einen selbst hinaus. Einer der Kulturwissenschaftler, der sich mit dem Film beschäftigt hat, betont, dass die gnadenlose Kamera in der Tradition der entwickelten Stummfilmästhetik steht, aber mit der Innovation eines gezielten Toneinsatzes arbeitet. In der Forschung finden Sie immer wieder, oder in der Literatur auch die Betonung, dass es sich um eine realistische Bildsprache handelt. Papst selbst hat in einem Interview im Jahre 1948 gesagt, der einzige Film, der das Etikett realistisch bekommt von seinem Film, sei der schon erwähnte Film Kameradschaft. Wie wird der Krieg gedeutet und wie wird der gezeigt in dem Film? Der Krieg ist da. Es gibt keine Vorgeschichte. Anhand des Titels wissen wir, dass wir uns im Jahr 1918 befinden. Ansonsten gibt es nur eine kleine zeitliche Verortung, keine präzisere Verortung, wo in Frankreich wir uns befinden. Die Niederlage für Deutschland wird in Bildern klar umgesetzt. Das heißt, man kann den Film auch als eine Deutung, die der Dolchstoßlegende, also einer im Felde unbesiegten deutschen Armee widersprechenden Interpretation ansehen. Am Ende werden Sie ein überfülltes Lazarett sehen mit einer zerbrochenen Christusfigur. Das Kriegsende wird überaus pessimistisch gedeutet. Auch das werden Sie beim Einspielen des Wortes Ende sehen. Und ganz wichtig, die Gewalt herrscht nicht nur zwischen den Feinden, also den Deutschen und den Franzosen, sondern innerhalb der eigenen Armee. Deserteure werden erschossen. Unsere Protagonisten
werden von Friendly Fire bedroht oder beschossen. Es gibt eine offensichtliche Ungleichbehandlung zwischen den Offizieren und den einfachen Soldaten. Also das sind schon auch für die Nachkriegszeit wirklich heiße Themen, die da angesprochen werden. Gewalt findet aber auch zwischen Männern und Frauen statt. In der Heimat, in der Schlange gibt es kein Mitleid. Und selbst im Frontkino verprügeln sich die Künstler sehr zum Vergnügen der anwesenden Soldaten. Einer der Protagonisten, Karl, erwischt seine Frau im Bett mit dem Laufburschen des Metzgers. Er bedroht sie mit dem Gewehr, eine Versöhnung zwischen beiden findet nicht statt. Erst im Sterben bereut er, kein Wort der Versöhnung gehabt zu haben. Karl verlässt die Heimat und sagt, dass er zu seinen Kameraden zurück wolle, vor allem zu dem Studenten, der zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr lebt. Die Kameradschaft, das ist wichtig, ist der einzige positive Wert in dem Film. Es gibt zwischen den Soldaten keine einzige schwierige oder konfliktgeladene Situation. Der Krieg, so eine Autorin eines Aufsatzes sagt, der Krieg wird in dem Film vom Podest gestoßen, der Mythos der Kameradschaft bleibt intakt. Wichtig ist auch ganz kurz, dass die Folgen der Gewaltausübung weitgehend unsichtbar bleiben, also sich außerhalb des Blickfeldes befinden und auch die Menschen hinter den Waffen. Der Feind taucht einmal in einer tatsächlichen Konfrontation Mann gegen Mann auf. In der Literatur wird betont, dass es sich dabei um einen farbigen französischen Soldaten handelt. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe es in dem Film nicht so klar gesehen. Papst hat möglicherweise, so die Interpretation, mit Absicht einen farbigen Soldaten gewählt, weil er über das Fremde, über die fremde Hautfarbe den Feind darstellen wollte, ohne diese Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen zu thematisieren. Keiner der Handelnden hinterfragt das Morden. Es ist ein vager Pazifismus. Das wird dem Film auch oft von der zeitgenössischen linken Kritik vorgeworfen. Er verzichtet auf eine dezidierte politische Aussage. Am Ende kommt von Karl jedoch eine sehr klare These, dass er sagt, wir alle sind schuld. Und aus meiner Sicht ist das schon eine relativ klare Aussage. Aber Papst macht es uns eben nicht so leicht, dass er uns sozusagen politische Handlungsanweisungen gibt. Ich habe erwähnt, dass es der erste deutsche Tonfilm ist. Für Filmhistoriker ist der Tonfilm insofern eine Zäsur, als die Soldaten erstmals eine individuelle Stimme haben. Und dass darüber hinaus der Krieg in seiner akustischen Besonderheit vermittelt werden kann. Der Ton, so heißt es, erhöht die Authentizität. Durch die Stimme sind die Protagonisten eines Tonfilms weniger abstrakt als die eines Stummfilms. Besonders ist auch, dass der Tonfilm erlaubt, indirekt zu erzählen. In Westfront 1918 hören die Soldaten das Klagen eines Verwundeten im Niemandsland. Im Niemandsland. Er ist aber nicht zu sehen. Grausam ist die Sequenz nichtsdestotrotz, aber auch sicher vor Zensoren. Im Stummfilm musste sehr viel mehr sichtbar sein. Im Tonfilm kann sich auch etwas außerhalb des Sichtfeldes ereignen. Und Sie werden sehen, und ich glaube, dass das wirklich eines der herausragenden Leistungen von Papst in dem Film ist, dass ganz viel Ton außerhalb des Bildes sich widerspricht und überblendet in das, was Sie als Zuschauer im Bildrahmen sehen. Schon Siegfried Krakaut in einer zeitgenössischen Rezension sagt, der Ton sprengt den Bildrand. Kurz zur zeitgenössischen Kritik. Der Film lief im Berliner Premierentheater 47 Tage. Das gilt als ein respektables
Ergebnis? Es gibt eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der intendierten Aussage und der zeitgenössischen dominanten Kritik. Auch für Rechte ist es in Teilen eine akzeptable Darstellung. Vor allem die fröhliche Etappenszene zu Beginn kann gesehen werden als eine Szene, in der die deutschen Soldaten sehr positiv dargestellt werden, sehr positiv auch im Zusammenhang mit den Franzosen, bei denen sie untergekommen sind. Und es kann eben als Gegenbeweis für die antideutsche Gräuelpropaganda gedeutet werden. In Großbritannien ist der Film ab Dezember 1931 gezeigt worden, nicht in einer synchronisierten, sondern in einer Version mit Zwischentiteln. Auch in den USA wird er in der Originalfassung gezeigt, also in Deutsch und Französisch, das heißt, die Franzosen sprechen Französisch. Aber da war im Westen nichts Neues, schon ein Klassiker, und auch hier bleibt der Film sozusagen im Schatten des Films im Westen nichts Neues. In der zeitgenössischen Kritik wird auch betont, dass zum Teil die Akustik sehr schlecht ist. Aktuell wird in der Forschung, werden die Filme zum Ersten Weltkrieg behandelt, um deutlich zu machen, wie viele konkurrierende, auch politische Interpretationen es gegeben hat, wie sehr aber sowohl Rechte als auch Linke versucht haben, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg für eigene politische Ziele zu instrumentalisieren. Und ich denke, dass Papst sich dem versucht zu entziehen, dass er also weder Rechte, aber auch nicht Linke bedient, sondern dass er eigentlich versucht, eine Gegenerinnerung zu schaffen, die aber keine Legitimation aktueller politischer Ereignisse erlaubt. Westfront 1918 ist, denke ich, explizit ein Film gegen jede Instrumentalisierung, gegen jede Heroisierung. Das wird in einer Szene besonders deutlich, als die Hand des Studenten begraben wird. Sie werden es sehen. Diese Beerdigungsszene ist still, ohne Worte, ohne Heroisierung und grenzt sich ganz scharf ab von der ganzen zeitgenössischen Heroisierung, die mit den gefallenen Soldaten unternommen wurde. Abschließend denke ich, die besten Filme oder die wir heute noch als wirklich herausragende Filme bezeichnen zum Ersten Weltkrieg, sind in der Zwischenkriegszeit entstanden. Im Jahr 1957 noch einmal ein Klassiker von Stanley Kubrick, den Sie in der letzten Woche sehen konnten. Aktuell werden sehr aufwendige Filme gedreht, eigentlich auch regelmäßig, die in der Regel europäische oder internationale Koproduktionen sind und in denen Feindbilder kaum eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Einführung den Zugang zum Film etwas erleichtert habe, denn es ist kein einfacher Film. Sie werden sehen, oder ich bin überzeugt, dass er anstrengend, kompliziert ist, Ihnen aber sehr viel zu entdecken und zum Nachdenken bietet. Vielen Dank. Ich möchte bloß noch mal kurz das Wort aufgreifen und etwas aufnehmen, was Sie gesagt haben über die Ästhetik des Films. Der Ton sprengt den Bildrand. Und insofern möchte ich Ihnen eine kleine Erklärung abgeben über das Bild, was Sie jetzt sehen werden. Der Film wurde nämlich zu einem sehr spezifischen Seitenverhältnis gedreht, zu 1 zu 1,20. Das will heißen, dass es ein fast quadratisches Bild ist und das in der Übergangszeit vom Stummfilm zum Tonfilm im deutschen Kino nicht ein Regelfall war, aber immer wieder Filme in diesem Format gedreht wurden.
in Amerika, Frankreich weniger, was uns aber dazu veranlasst, weil wir eben kein solches Bildfenster haben, spielen wir den Film jetzt in einem anderen Bildfenster, das dem 1 zu 1,20 Format aber sehr nahe kommt. Das heißt, das Bild ist auch fast quadratisch, weil es sich um das 1 zu 1,33 Bildfenster handelt, doch trotzdem viel Spaß. Danke.